Ah, schau dir das an, was für ein herrlicher Morgen. Ja, heute Morgen, nein, Quatsch, heute Nacht hat's draußen geschneit, ganz offensichtlich. Und die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, ein paar Wolken. Wow, großartig. Das hatten wir seit Wochen nicht mehr. Und gestern Abend habe ich noch einem Kumpel erzählt, dass ich unbedingt bei verschneitem Wetter mal mit der Drohne raus muss. Das werde ich jetzt tun. Ich nehme also die Drohne mit, ich nehme noch den anderen Kram mit und dann gehen wir raus. Und dann erzähle ich ein bisschen was zum Thema Filmen mit Logprofilen. Es ist ganz schön kalt. Es ist super geiles Wetter, aber es ist ganz schön kalt. Deswegen habe ich auch die hier an. Das sieht lustig aus, aber die können wirklich was. Wenn der Handrücken warm ist, dann sind auch deine Finger im Wesentlichen warm. Und man kann, obwohl es echt zapfig ist, die Kamera gut noch bedienen. Das sind so gestrickte Wollteile, echte Wolle, keine Spaßwolle aus Polytierchen oder sowas. Und die sind super. Wisst ihr überhaupt, warum Vlogger immer so in die Hocke gehen beim Filmen, wenn sie sich selbst filmen? Ganz einfach, weil wir gar kein richtiges Stativ dabei haben, sondern nur den Gorillapod. Und der bewegt sich gerade, was nicht gut ist. Uiuiuiuiui! Also, nochmal. Okay, also der Gorillapod bewegt sich. Nein, der Gorillapod ist natürlich klein, ein kleines Stativ. Ist aber handlich, kann man immer dabei haben, aber deswegen müssen wir in die Hocke gehen. Ist halt so. Egal, darum geht es aber heute gar nicht. Es geht, wie schon erwähnt, um die Verwendung von Logprofilen bei so ziemlich jeder Kamera. In meinem Fall natürlich bei Canon-Kameras. Was ist ein Logprofil? Ein Logprofil ist das Film- oder Bildprofil, das professionelle Film- und Videokameras verwenden. Ein Logprofil ist im Grunde genommen ein sehr flaches Bildprofil. Das hat den Vorteil, dass der Dynamikumfang, also der Bereich zwischen den ganz dunklen und den ganz hellen Stellen, besser ausgenutzt wird. Also wir haben mehr Zeichnung in den Schatten und weniger ausgebrannte Lichter. Der Nachteil ist natürlich, ich muss ein Logprofil immer später bearbeiten. Also ich muss ein Color Grading machen, wie man so schön sagt. Das heißt, ich kann ein Video, das in einem Logprofil gefilmt wurde, nicht eins zu eins verwenden. Das ist so ein bisschen wie RAW fotografieren. Das funktioniert nicht wirklich gut, weil das alles viel zu flach ist, zu wenig Kontraste drin, zu matschig. Aber ich habe einfach in der Bearbeitung später viel mehr Möglichkeiten. Und normalerweise hat die Canon M50, mit der ich jetzt gerade filme, und auch meine 6D Mark II kein Logprofil. Die haben die üblichen Bildprofile, also natürlich, Landschaft, Porträt, Standard und so weiter und so fort. Und die kann man natürlich auch manuell anpassen, aber es gibt zum Beispiel für die Canon-Kameras von Technicolor ein sogenanntes Cine-Style-Profil. Das ist ein flaches Profil, das ist kein echtes Log-Profil in dem Sinne, aber es ist ein sehr flaches Bildprofil und mit dem kann man super arbeiten. Und wo man das herbekommt und wie man damit arbeitet, das zeige ich euch jetzt gleich. Alright, und jetzt starten wir mal die Drohne, würde ich sagen. Auf geht's!
Haha. Ich kann dir sagen, es gibt ja Sachen, ne? Jetzt habe ich tatsächlich gerade beim Laufen, ist mir die tote Katze, also dieses haarige, fellige Teil auf dem Mikrofon, einfach runtergefallen. Und ja, das ist jetzt weg. Ich habe es nicht wiedergefunden. Wahrscheinlich haben es die Mäuse gefressen. Falls der Ton also jetzt ein bisschen anders ist, wundert euch nicht. So, jetzt waren wir genug unterwegs. Jetzt kommen wir gleich raus aus dem Wald und jetzt wird es bestimmt gleich gleißend hell. Also ab ins Studio. Herzlich willkommen zurück im Studio und ich filme jetzt zum ersten Mal im Studio mit einem Log-Profil, mit dem CineStyle-Profil von Technicolor. Log-Profile haben viele teurere Kameras und natürlich die Kino-Cinema-Kameras. Die heißen dann zum Beispiel C-Log bei Canon oder S-Log bei Sony oder F-Log bei Fuji. Und auch meine Drohne, die DJI Mavic Pro, hat ein Log-Profil, das heißt dann D-Log. Aber viele kleinere oder einfachere Kameras, wie eben zum Beispiel die Canon 50D, nein, die Canon M50 natürlich, haben keine Log-Profile. Selbst meine 6D Mark II, eine professionelle Vollformatkamera, hat eben auch kein Log-Profil. Nun kann man sich natürlich damit aushelfen, indem man das Profil N bei Canon oder den Bildstil N für neutral noch ein bisschen modifiziert und einfach Kontrast und Farbsättigung beispielsweise nach unten dreht. Oder aber man verwendet von Technicolor das CineStyle-Profil, das man sich bei Technicolor auf der Seite runterladen kann. Dazu aber gleich mehr. Wozu jetzt aber eigentlich diese Geschichte mit den Log-Profilen? Also, wie schon erwähnt, werden dadurch die dunkleren Bereiche ein bisschen heller und die hellen Bereiche werden nicht so leicht ausgebrannt. Das bedeutet also, wir haben mehr Zeichnung in den Schatten und mehr Informationen sozusagen in den Lichtern. Das ganze Profil ist ein bisschen flacher, natürlich weniger Kontrast, weniger Farbsättigung und so weiter. Und das erleichtert später die Bearbeitung und das sogenannte Color Grading ungemein, weil man meistens aus dem Bild einfach mehr rausholen kann. Das ist so ein bisschen wie bei der Fotografie. Wenn ich in RAW fotografiere, habe ich mehr Informationen im Bild und kann später mehr aus dem Bild rausholen, besonders in Extrembereichen. Ein JPEG ist ein fertiges Bild und da sind einfach natürliche Grenzen gesetzt. Da habe ich ein Problem, wenn ich überbelichtete oder unterbelichtete Stellen habe. Und genauso ist es beim Filmen auch. Also das Log-Profil ist quasi, wenn man so will, das RAW der Fotografie. Hier seht ihr ein Beispiel von einer Aufnahme, die im CineStyle-Profil gefilmt wurde und noch ungegradet ist, also unbearbeitet. Genau so kommt sie aus der Kamera. Man sieht sehr schön, die ist ziemlich flach und schaut natürlich nicht besonders toll aus. Und hier ist die gleiche Aufnahme im Standardprofil mit einer Canon-Kamera aufgenommen. Und hier ist die CineStyle-Aufnahme nach der Bearbeitung, nach dem Color Grading. Da habe ich einen LUT oder eine LUT drauf angewendet. Ein LUT ist ein Lookup-Table. Das ist, na, kann man so ein bisschen vergleichen mit Presets in Lightroom oder ähnlichen Bildbearbeitungsprogrammen. Das ist sozusagen eine Art Farbfilter, der einen bestimmten Stil auf das Bild oder auf die Aufnahme anwendet. Natürlich kann man so einen LUT auch auf eine andere Aufnahme anwenden, also auch auf eine Aufnahme, die im Standardprofil gefilmt wurde. Aber das Problem ist, dass die dann meistens sehr übertrieben wirken, weil es einfach zu viel ist sozusagen. Und okay, jetzt kann man natürlich die Sättigung oder die Intensität der LUT reduzieren, aber das wiederum verändert auch das gesamte Aussehen der LUT. Also die LUT hat ja einen bestimmten Stil und der soll ja auch verwendet werden. Und wenn ich die jetzt sehr stark reduziere, damit das einfach nicht mehr so extrem ausschaut, verliere ich einfach auch ein bisschen den Effekt, den die LUT eigentlich auf das Bild anwenden soll. Außerdem habe ich dann immer noch vielleicht dunkle, abgesoffene Schatten und ausgebrannte Lichter und die kann ich einfach besser retten, wenn ich vorher mit einem flachen Profil gearbeitet habe. So, und hier sind wir auf der Download-Seite von Technicolor. Da gibt es den CineStyle Download. Einfach ein bisschen nach unten scrollen. Hier unten gibt es ein Formular, da wird der Name und die E-Mail-Adresse eingetragen. Und dann schickt ihr das Ganze ab und habt ein paar Minuten später den CineStyle als Datei in eurem Postfach. Anschließend installiert ihr das CineStyle-Profil auf eurer Kamera. Hier im Fall von Canon mit dem Canon EOS Utility. Das funktioniert bei anderen Kameras im Grunde genommen sicherlich genauso oder ähnlich. Da müsst ihr einfach mal ins Handbuch eurer Kamera schauen.
Die Einstellung an der Kamera ist sehr einfach. Entweder über ein Touchscreen. Jetzt ist gerade Standard eingestellt. Und wir schalten um auf die Custom Funktion 1. Und hier ist der Scene Style, den ihr gerade importiert habt, angezeigt. Das war schon und damit ist euer flaches Scene Style Profil aktiviert. Über das normale Menü funktioniert das Ganze natürlich auch. Da gibt es dann den Menüpunkt Bildstil und hier schalten wir einfach von Standard auf Anwender definiert 1 ein, um und da steht auch schon Scene Style. Und das war's. Fazit: Mir gefällt das Scene Style Profil sehr gut. Ich kann damit mein Color Grading und meine Bearbeitung vereinfachen und habe ein bisschen breiteres Spektrum, ein bisschen mehr Spielraum in der Nachbearbeitung, was Farben und Kontraste angeht. Und ich werde demnächst alle meine Sachen damit filmen, weil es mir das Leben einfach einfacher macht. So, das war's schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen hoch, das motiviert mich, mehr von dem Kram zu machen. Und denkt dran, dieses Bimbelim da anzuschalten, damit ihr nichts mehr versäumt. Es wird demnächst hier jetzt regelmäßiger was geben. Ich versuche es einmal die Woche. Bis dahin, bleibt gesund.